Als das Uranerz fast erschöpft war, fürchtete ich um das Ende unserer Operation. Aber als wir ans Schachtende kamen, griff das Schicksal ein. Wir fanden eine Kammer bei einem Einsturz halb zerstört, aber eindeutig menschengemacht. Die Artefakte darin sind uralt, beinahe 1000 Jahre, unberührt, seit das Grab versiegelt worden war. Wir verstärken unsere Bemühungen und statt Erz abzubauen, suchen und bergen die Arbeiter jetzt Artefakte. Die Talbewohner, deren Widerstand schon gebrochen war, sträuben sich dagegen, so als wollten sie nicht, dass jemand die Relikte sieht. Wir müssen wohl an einigen jungen Männern ein Exempel statuieren, bevor ihre finsteren Blicke zu mehr führen. Tja. So, machen wir erstmal hier auf. Also ist das Uran? Ist Uran gelb? Ich habe keine Ahnung. Ich hätte jetzt an Schwefel gedacht. Ihr guckt ja auch immer nach da oben irgendwie hin. Ah, okay. Aber erstmal noch schauen. Da geht's auch. Mal gucken, vielleicht erstmal hier lang. Hier kommen wir, glaube ich, rauf, ne? Nicht. Ne, da. Direkt hier. Ah, da, Noch ein Wandbild. Dies hier scheint ein Mythos über die Herkunft des Propheten zu sein. Ah, bald können wir wieder Russisch. Müssen wir diese eine Säule, glaube ich, auch lesen können. Ich glaube, wir brauchen dafür Russisch 3. Ah, reicht das, das Ding hier wegzuziehen? Nee, reicht nicht. Knicklicht. Hey, mach Licht an. Mach mal Knicklicht an hier. Du hast doch Booster. Naja, hier gibt es zumindest irgendwas. Aber mehr anscheinend nicht. Oder ich sehe es nicht, weil er kein Knicklicht anmacht. Aber wenn ich was looten könnte, würde es mir ja zeigen. Diese Förderwagen, die könnten das Wasser stoppen. Ja, aber wie? Hier ist auch nichts. Wie soll ich das da rüber kriegen? Also ich krieg ja hier nichts dran. Diese Förderwagen, die könnten das Wasser stoppen. Das ist mir schon klar, aber ich kann hier nichts dran schießen irgendwie. Ich würde jetzt eigentlich vermuten, dass ich irgendwas hier dran schießen muss. Vielleicht bin ich aber auch zu früh hier, dass ich erst in die andere Richtung hätte gehen müssen. So. Da lang, da lang, jetzt hier lang. Hier kommen wir nicht weiter. Diese Förderwagen, die könnten das Wasser stoppen. Ich weiß. Ah, das war, glaube ich, echt zu früh. So, 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 so. Ich muss mich da, glaube ich, dranhängen. Okay, das war auf jeden Fall zu kurz. Die Wagen sind jetzt weg. Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen. Ah, ich glaube, jetzt kann ich da ran schießen. Ach, Lehrer, hatte ich schon dran feste. War doch klar, was ich vorhabe. Zack. Zack.
jetzt darauf. Jetzt glaube ich, kann ich da hinten den Wagen hier dran schießen. Oder? Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen. Hast du da nicht auch irgendwie so? Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen. Ich weiß, ich weiß. Ich meine, der hätte was umwickelt gehabt. Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen. Der leuchtet auch gar nichts. Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen. Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen. Ja, langsam weiß ich's, ne? Ich frage mich nur, wie. Ich will nur mal den Wagen da genau anschauen. Ich muss einen anderen. Da ist doch so ein Wagen. Ja, da genau. Da ist auch so eine Schnur. Kann ich jetzt einfach so ziehen? Doch so. So, und den würde ich jetzt gerne da oben festmachen. Dann würde er dauerhaft ja da hängen bleiben. Frage, ob ich jetzt an das Seilding da dran komme. Da komme ich. Ha, geht doch. Also, der Weg war schon klar. Nur muss ich noch einen Schritt mehr machen. Und jetzt da dran. Alle hopp. Einmal rauf. Los, bevor das Ding irgendwie voll wird. Okay, der weiß. Ja. Passt schon. Der wird nicht einfach voll, der weiß das Feuer einfach weg. Und jetzt kommt da! Drinnen. Hier ist wieder was. Schon direkt so blau leuchten sehen. Macht doch mal wieder ein Klicklicht an. Also die Fackel konnte ich ja bei Trooper da 1 manuell auch anmachen. Aber Knicklicht macht so nicht. Hier? Ja. Die Arbeiter hatten wohl irgendwann genug. Ja, kann ich verstehen. Dass die irgendwann mal die Schnauze voll hatten. Nee, da war ich. Oder? Komm, zurück. Ich dachte, jetzt hier gerade was geglänzt. So, jetzt aber. Weiter geht's, weil hier ist so nix. Da ist die heilige Schrift. Aber erstmal gucken wir nochmal, ob hier irgendwas ist. Da ist noch was. Irgendeine Schrift oder so. Tonaufnahme. Ne, schade. Weil hier liegen noch Münzen, ja. Hier eine Pferdestatue. Na, dann gucken wir mal, was wir jetzt hier Schönes lernen. Philosophische Erörterung der Kraft des Bewusstseins. Wache Augen. Wache Augen. Beim verbesserten Überlebensinstinkt leuchten Fallen in der Nähe automatisch auf. Cool. Offenbar haben sie das Ding hier rausgezerrt. Da haben wir hier noch mein Relikt. Ne, doch nicht. Einfach nur irgendwelchen Loot. So viel beschädigt. Die Amateurausgraben, dazu der Einsturz. Aber es muss mit dem Propheten zu tun gehabt haben. Ja, Amateurausgrabung. Wahrscheinlich ein bisschen was in der Luft gejagt hier, wa? Ah, da leuchtete noch was.
Ah, nochmal Fälle. Dieser Schacht scheint der erste Durchbruch gewesen zu sein. Er sollte auch hinausführen. Ist die Frage, wo wir hier rauskommen. Ja, jetzt machst du Knicklicht an, ne? Jetzt würde ich eigentlich gar nicht brauchen. So. Super. Zack. Ey, bleibst du schön da hängen, Fräulein. Bin mal gespannt, wo ich rauskomme. Weil ich meinte ja jetzt eben noch was gesehen. Bei dem Lager, da war noch irgendwie so eine runde Behälter mit Loot. Aber ich glaube, dafür lohnt es sich jetzt nicht zurückzugehen. Weil es wirklich nur so ein runder Behälter war. Überlege ich gerade. Wie weit sind wir jetzt davon entfernt? Was war das? Habe ich gerade voll den Grafikfehler hier gehabt. Wo war da wahrscheinlich der Zeugs da drin ist. Was war los? Gerade gucken, wo ich hier bin. Ah, okay. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Ich glaube, dann können wir auch mal eben, wenn wir sowieso schon auf dem Weg hier sind, eben da runterlaufen. Hep. So. Jetzt will ich nämlich doch wissen, was da war. Knicklich, danke. So. Hier runter. Aber da hatten wir doch hingeguckt. Da oben irgendwo. Da komme ich hier noch rauf. Da kann ich rüberspringen, ne? Hier muss irgendwo was sein. Ah, da ist er doch. Da ist der Behälter. Ja, toll. Ah, egal. Neugierde befriedigt. Komm, Lever. Gehen wir mal schnell zurück. Spring! Oh, wow, 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 wow. Auf da, auf da. So, zieh wieder zurück. Aber ist ja gleich, sind wir gleich wieder hier raus. Nein. Hier lang. Schnell, schnell, schnell. Hier wieder rauf. Und dann sind wir jetzt gleich draußen. Ui. Schön durchkrabbeln. Jetzt darf man wieder durch diese blöde Suppe da schwimmen. Haben aber schon ganz schön Aufwand hier betrieben, ne? Diese Mine zu bauen. Überall mit den Wellblichter. Okay, ich dachte gerade, da wäre ein Durchgang. Ne, da war das eine blinke Teil. Ja, schön die Haare wieder trocken machen. Nee, da. Dann geht's da wieder rauf. Das ist, glaube ich, gar kein Teppich. Das ist das Licht. Ich habe schon gedacht, da wäre irgendwie so eine kleine Ölpfütze oder sowas auf dem Wasser. Aber es ist, glaube ich, echt nur das Licht, was das so erscheinen lässt. Dass das eine andere Flüssigkeit ist. So. Damit sollten wir hier durch sein.
womit wir uns immer aufhalten lassen, ne? Ne, da kommen wir nicht raus. Das ist nicht der Ausgang. Gut. Tja, kriegen wir die Leiter da? Ja, kriegen wir. Schauen wir doch nochmal, was wir hier so Schönes finden. Ah, eine Kartenaktualisierung. Das können wir immer gebrauchen. Ein Loot, den wir nicht mehr gebrauchen können. Habe ich denn schon wieder alles voll? Oh, was macht sie jetzt? Ich glaube, ich bringe uns jetzt hier nicht weiter. Runter. Nein, runter. Ja, weißt, ich drück runter. So, jetzt aber. So, jetzt müssen wir nur noch eben die Dose finden. Die war da hier irgendwo. Oh, da ist sie. Ah, Moment, hier können wir noch was öffnen. Ah ja, aber eh die Taschen voll. Ja. Ich brauche dringend größere Rucksäcke. Das ist das Schöne bei Risen. Da hast du die Taschen nie voll. Kannst du allen Mist mitschleppen. Das hat natürlich jetzt nicht viel Sinn. Also so rein theoretisch. Nee, nee. Wo ging's runter? Hier ging's, glaube ich, runter, ne? Genau, da. Oh. Naja, Hauptsache die Dose kommt mit. Verdammt! Wo ist meine Dose? Aber Molotow-Cocktail. Hoffentlich reicht das auch. Ist ja auch eine Art Sprengladung. Aber ich glaube, es ist irgendwie nicht so ganz. Nee. Reicht dem nicht. Ich habe noch eine Dose gehabt. Wo ist meine Dose? Bin ich aber stinkig. Muss ich den ganzen Weg da wieder rauflaufen? Mann, was soll denn das? Ich kann natürlich mit dem Granatwerfer nochmal wiederkommen, aber ich habe doch eine Dose gehabt. Ich meine, ich werde den Weg jetzt eh nochmal hier raufgehen müssen. Um dann den normalen Weg gehen zu können. Ist meine Dose wieder hier? Die Dose ist wieder da. Wie kriege ich die Dose jetzt am besten darunter? Moment. Moment, hä? Das ist nur ein Rad. So. Bin ich hier oben gewesen? Ich glaube nicht. Alles voll, alles voll. Nein, das will ich jetzt erstmal nicht. Mal die Dose einfach nur auf Seite. Nein, da kriege ich die Dose jetzt auch nicht mit darüber, ne? Das ist ja klar. So, komm her, Dose. Kriege ich mal das auch irgendwie kaputt? Nee. Ich muss da unten irgendwie hin. Mit Dose. Irgendwie ein Zahnrad.